Hallo und herzlich willkommen auf der Industry Forward Expo. Ich bin Dana Neitzke vom Publish Industry Verlag und Ihre Moderatorin heute für den Vortrag Schaltschrankkühlung effektiv und energiesparend. So bin ich natürlich nicht alleine, bei mir auf der Factory Stage begrüße ich heute Michael Bautz, Produktmanager Cabinet bei Friedrich Lütze. Hallo Michael, schön, dass du bei uns bist. Hallo Dana, schön wieder dabei zu sein, ja. Und das war es dann auch schon von mir. Die Bühne gehört dir. Ich freue mich heute über das Thema bedarfsgerechte Kühlung im Schaltschrank zu referieren. Also Titel ist ein bisschen angepasst worden von unserer Seite, aber das Thema ist trotzdem das gleiche. Ich möchte ein bisschen zeigen, wie man von der Anlagenplanung bis hin zum Betrieb einer Anlage den Schaltschrank optimieren kann. Und haben hier tolle theoretische Berechnungen im Voraus gemacht und am Ende dann auch die ganze Thematik in der Praxis gemessen. Zu Beginn möchte ich ganz kurz unser Unternehmen kurz vorstellen, dann auf so die Problemstellung eingehen, kurz auch auf die Zielsetzung, die uns der Kunde mitgegeben hat, eingehen, dann ein bisschen aus der Theorie berichten, also was wir theoretisch erstmal betrachtet haben und dann letztendlich gegen Ende dann auch die Messungen aus der Praxis präsentieren und noch einen kurzen Ausblick geben, woran wir gerade so arbeiten und wo so unsere Reise hingehen soll. Die Friedrich Lütze GmbH, die wurde 1958 gegründet, hier in Weinstadt vom Friedrich Lütze. Aktuell sind wir in der zweiten Generation. Der Udo Lütze führt das Unternehmen. Wir haben den Hauptsitz hier in Weinstadt mit der Lütze International Group. Und hier in Weinstadt sind zum anderen unser Zentrallager, unser Logistikzentrum. Ein Großteil der Fertigung ist hier vor Ort. Wir haben weltweit um die 550 Mitarbeiter und hier in Weinstadt aktuell sind wir bei 300. Genau. Also sind seit über 60 Jahren Traditionsunternehmen hier im Automatisierungsbereich. Auch weltweit sind wir relativ breitflächig aufgestellt. Also wir sitzen nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika und in Asien. Teilweise dann auch mit Fertigungen vor Ort und haben in sämtlichen Ländern eine eigene Vertriebsniederlassung. Und in den Ländern, wo wir nicht vertrieblich niedergelassen sind, werden wir von Distributoren sehr stark unterstützt und vertreten. Genau. Unsere Produktbereiche sind zum einen Kabel. Das war damals das erste Produkt, mit dem der Friedrich Lütze damals auf den Markt gegangen ist. Jedes Kabel braucht auch zwei Steckerle, sagt man immer so schön. Also deswegen hat man dann irgendwann auch den Bereich Connectivity dazu gebracht. Über den Bereich Cabinet werde ich jetzt ja dann etwas detaillierter eingehen. Also alles, was mit dem Thema Verdrahtungssystem zu tun hat, was in den Schaltschränken platziert wird. Und auch für den Bereich Control haben wir die ein oder anderen Produkte, also letztendlich Netzgeräte, Lastüberwachungen, Relais, die dann auf dem Rahmen platziert werden können, um dann auch den Schaltschrank effizienter zu gestalten, von der Steuerung her. Dann gibt es noch einen fünften Produktbereich, der ist jetzt hier nicht abgebildet, ist der Bahnbereich, also auch im Bereich der Transportation. Also hier machen wir auch Komponenten, die dann auch in Loks und so verbaut werden. Zu Beginn vielleicht das System Airstream mal kurz zu erklären. Letztendlich, was ist ein Verdrahtungssystem? Ein Verdrahtungssystem ist eine Alternative zur Montageplatte. Die wird, das Verdrahtungssystem wird in dem Schaltschrank eingesetzt statt der Montageplatte. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal für Standschränke, das ist dann ein Bügelsystem. Das sieht man dann hier, das sind dann Bügel, über die die Leitungen geführt werden können. Das Airstream Kompakt ist von der Front das gleiche, aber dann wird über Stützer, dadurch, dass der Bauraum in der Tiefe etwas geringer ist, über Stützer realisiert. Dann hat man, wie im klassischen Schaltschrank auch, Dienschienen, Hutschienen, wo die Komponenten befestigt werden. Die sind bei uns dann hier über Stegprofile, die in verschiedenen Höhen sind. Je nach Komponentengröße kann man die dann auswählen. Die haben dann auch Kammsegmente, die den Kabelkanal realisieren, über die Leitungen nach hinten verlegt werden. Das sind Kunststoffteile, auch für den doppelten Berührungsschutz. Und das Wichtige ist, es ist ein Verdrahtungssystem, wo man alles von der Vorderseite her macht. Also ich verdrahte immer nach hinten weg und gehe dann rechts und links dann über die Bügel oder dann über die Stützer in den Ebenen nach oben oder nach unten zu den nächsten Komponenten, wohin verdrahtet werden soll. Also letztendlich, ich mache alles von vorne und muss nie wieder an die Rückseite hin. Also die Angst kann man hier auch in dem Bereich sofort nehmen.
Dann gibt es einen Haufen Features mit irgendwelchen Gleitmuttern, mit irgendwelchen Klettbandsockeln etc. pp., um das Verdrahten, das Arbeiten an so einem Rahmen deutlich einfacher zu gestalten. Auch im Hinblick auf Überbauungen, also muss ich einen Umrichter platzieren, einen Trafo platzieren. Auch das ist alles dann hier mit Überbauungsmöglichkeiten jederzeit möglich. Und letztendlich auch im hinteren Bereich kann eine Lüfterbank eingebracht werden. Man nimmt dann hier oben zwei Kammsegmente raus und hängt dann so eine Lüfterbank ein, über die es dann nachher auch dann nochmal ein bisschen mehr im Detail geht, wo wir ein besseres Klima mit erzeugen wollen. Parallel in dem System Airstream geht es natürlich auch schon bei uns los bei der Anlagenplanung. Also hier beschäftigen wir uns mit Produkten wie einem theoretischen Berechnungstool, um einen Schaltschrank thermisch zu betrachten, schon im Voraus bei der Anlagenplanung und dann auch bei der entsprechenden Auslegung der Klimatechnik. Dann gibt es unsere Produktserie, den Airblower. Da wird sich dann auch bald noch etwas Neues geben für die Kompaktserie. Also diese Lüfterbänke, die dann im hinteren Bereich eingesetzt werden können, um dann die Luft um den Rahmen drumherum zirkulieren zu lassen. Und natürlich auch jede Lüfterbank braucht ja auch eine Steuereinheit. Also auch zur Steuereinheiten dieser Lastüberwachung, Regeleinheit kann man diese Airblower, diese Lüfterbank regeln, kann Daten auch aus dem Schaltschrank herausziehen, weil hier sind drei Temperatursensoren angeschlossen, die dann quasi dann auch die Daten aus dem Schrank bringen können. Genau. Wichtig ist immer, wir reden immer von einem Komponentenbereich, das ist vor dem Rahmen, also wo die Komponenten auf den Hutschienen platziert werden, und einem Verdrahtungsbereich, das ist dann der Bereich hinter dem Rahmen. Ja, dann steigen wir mal mehr und mehr in die Thematik ein. Wo Strom fließt, entsteht Wärme. Ich denke, das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Jede Komponente an sich wird warm und es fungiert am Schluss wie eine Heizung, weil sobald Energie auf eine Komponente draufgebracht wird, wird sie warm. Ist im Endeffekt wie bei uns auch. Wir machen Sport. In dem Moment heizt sich der Körper auf und so ist es letztendlich bei den ganzen Komponenten ja auch. Der Aufstellort vor Ort bei den Anlagen wird immer, immer geringer. Also Platz kostet letztendlich auch Geld. Auch in den Schaltschränken steht immer weniger Platz zur Verfügung, weil immer mehr Messtechnik, mehr Steuereinheiten in so einen Schaltschrank reinkommen. Und die sorgen natürlich dann irgendwann für Platzprobleme und für steigende Innentemperaturen. Teilweise, das ist auch ein Thema, wo ich dann später nochmal in einem Strömungsdiagramm zeigen möchte, was in so einem Schaltschrank passiert, dass teilweise auch durch eine Zulüftung von außen, ob, sage ich mal, mit einer aktiven Kühlung oder einem Lüfter, die einfach kalte Luft nach innen bringen sollen, so ein Schaltschrank, dass die teilweise gar nicht in allen Bereichen wirklich ankommt, wo es im Schaltschrank soll. Also sitzen auch teilweise Bauteile in Strömungstotgebieten. Und letztendlich, wenn ich mit dem konventionellen Aufbau arbeite, wie mit einem Kabelkanal, wo die Leitungen geführt werden, also bei der Montageplatte, fungieren die Kabelkanäle wie eine Hitzewand und die Luft kann gar nicht nach oben, in der Thermik nach oben steigen, sondern wird blockiert, was dann zu Hotspots führen kann, wo dann Komponenten dann auch sterben können. Also letztendlich, das ist mal unsere grobe Problemstellung. Welche Folgen hat das ganze Thema? Ich denke, zum einen ist ganz klar, die kommen umso wärmer die Komponenten mit dem Hitzestress befeuert werden, umso schneller können sie auch in den Ruhestand gehen und kaputt gehen. Zum anderen, wenn eine Komponente ausfällt, hat man natürlich den Worst Case, dass eine ganze Anlage ausfallen kann oder eine Maschine ja auch stillsteht. In dem Moment kann sie nicht produzieren und bringt kein Geld. Also hier habe ich dann in dem Moment auch schon relativ schnell einen sehr hohen Kostenfaktor, wo ich halt wirklich Geld verliere. Und was ja auch ein sehr politisches getriebenes Thema gerade ist, die Energiekosten werden teurer und wir müssen gucken, dass unser CO2-Haushalt nach unten geht. Also wir müssen alles dafür tun, für den grünen Fußabdruck. Auch dafür zahlt man gerade sehr viel mehr Geld als vor 10, 15 Jahren. Und ja, auch das sind natürlich alles Themen, die dafür sorgen oder wo wir uns damit Gedanken machen, was können wir besser tun, um hier wieder irgendwie dagegen zu steuern und zum einen Anlagensicherheit zu gewährleisten und zum anderen halt auch die Energiekosten so gering wie möglich zu halten. Das Wichtigste ist eigentlich immer, wo wir uns mit beschäftigen, schon bei der Anlagenplanung oder was wir auch mit unseren Kunden besprechen, ist, wo steht denn eigentlich der Schaltschrank? Ist es ein freistehender Schaltschrank? Steht er in einer Halle, wo gut temperiert ist? Oder ist es eine Halle, wo
eventuell direkt ein Blechdach drüber ist und die Sonneneinstrahlung relativ schön durchgeht und ich im Sommer Temperaturen um die 40, 50 Grad hinbekomme. Es ist ein Schaltschrank, der in einer Reihenkombination steht oder an der Wand steht, weil umso weniger Oberflächen ich zur Verfügung habe um den Schaltschrank drumherum, umso weniger warme Luft kann nach außen dringen oder auch kalte Luft kann nach innen dringen. Ja, also dieser Luftaustausch wird in dem Moment verhindert. Und das ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren, wo ist denn erstmal der Schaltschrank platziert. Ja. Und ab einer gewissen Temperatur X, in dem Schaltschrank ja schon mal, weil der wird ja eh schon warm, einer Temperatur X, die von außen einstrahlt, kann ich irgendwann auch gar nicht mehr ohne aktive Kühlung arbeiten. Also deswegen ist auch ganz wichtig für den folgenden Verlauf heute, uns geht es nicht darum, hier über Klimatechnik zu reden, sondern eher bewusst Klimatechnik so einzusetzen, wie man sie denn braucht, weil ohne wird es auch in Zukunft nicht gehen. Ja. Letztendlich war das ganze Thema ja mit einem Kunden vor Jahren aufgebaut worden, dieses ganze Projekt, wo man schon bei der Anlagenplanung mit eingestiegen sind. Also letztendlich war das Ziel, die Klimatechnik so auszuwählen, damit man halt wirklich so wenig wie möglich Klimatechnik einsetzen muss und dass letztendlich durch ein nachhaltiges Klimakonzept wirklich die Taktzeiten von dem Klimagerät so gesteuert werden, dass es halt nicht dauerhaft durchlaufen muss. Ja. Dass es ohne Klimatechnik geht, war in dem Moment schon gar nicht möglich, sieht man aber auch nachher von den Temperaturdaten her. Wir sollten auch Optimierungen aufdecken. Also das Ziel ist auch hier in der Reihenkombination vielleicht mal zu sagen, hey, vielleicht macht Sinn, Netzgerät, einen Umrichter anders zu platzieren, damit sie nachher nicht in einem Strömungstotgebiet liegen. Oder dass halt auch wirklich die kalte Luft überall da hinkommt, wo es auch hinkommen soll. Das Ziel war auch, die Betriebssicherheit zu steigern, also dass wirklich Anlagen auch das ganze Jahr über verlässlich durchlaufen, kein Ausfall ist, dass keine Komponente ausfällt und letztendlich in den Wartungsintervallen, dass dann auch wirklich dann aktiv eingegriffen werden könnte, wenn es denn notwendig ist. Und auch sag ich mal, in die Zukunft gesehen, mit einem nachhaltigen Klimakonzept, Klimamanagement, wirklich dafür sorgen, dass ja, die Leistungsaufnahme für die Klimatechnik nur dann angestoßen wird, wenn man sie wirklich braucht. Wie schon angesprochen, wir haben schon bei der Planung hier unterstützt, haben hier im Endeffekt mit unserem AirTemp eine theoretische Betrachtung gemacht. Also ich habe ja schon davon gesprochen, dass wir hier von einer Reihenkombination reden. Bei dieser Reihenkombination war der eine Schrank war ein Antriebeschrank mit Umrichtern drin, die natürlich eine sehr hohe Leistungsaufnahme haben. Und hier sieht man jetzt mal grob, wie der Antriebeschrank nur mit Airblower ausgelegt werden würde. Also hier würden wir hier mit dem Airblower bei Temperaturen von 56 Grad rauskommen. Also hier war schon relativ schnell klar, dass ohne aktive Kühlung dieser Schaltschrank nicht betrieben werden könnte. Und somit hat man dann in einem zweiten Step bei diesem Airblower-Schrank auch noch ein Klimagerät mit eingerechnet. Also man hat dann ein 1 kW-Klimagerät in diese Kalkulation mit reingenommen. Und hat dann so lange versucht, die Temperaturen nach unten zu fahren, oder Entschuldigung, die Leistung nach unten zu fahren von dem Klimagerät, bis man dann wirklich hier auf den Temperaturbereich von unter 40 Grad gekommen sind. Und hier war es ein 1 kW-Klimagerät, das am Schluss eine Leistungsaufnahme von roundabout so um die 40% hat, in diesem Fall hier. Also sprich, man hat auch noch Luft nach oben. Aber auch das Klimagerät soll ja den Schrank nebendran, den wir gleich noch berücksichtigen, auch noch mit versorgen. Wir haben bewusst damals noch mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 gearbeitet. Heute wird man da schon wahrscheinlich viel, viel eher mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,7, 0,8 oder vielleicht sogar 0,6 arbeiten. Aber wie gesagt, das war damals der erste Schuss. Also wie gesagt, der Antriebeschrank mit den Umrichtern drauf, sehr hohe Verlustleistung, wurde mit einem Klimagerät ausgestattet. Dann nebendran war, die Schränke waren zueinander offen, war der Steuerschrank. Der Steuerschrank hatte hier damals mal bewusst mit einer freien Kühlung, um auch mal zu zeigen, was der Unterschied zwischen freier Kühlung und dann rechts daneben mit dem Airblower für Effekte hat. Also bei der freien Kühlung wäre man in dem Schaltschrank hier bei einer Temperatur oben von 82 Grad circa gewesen. Also sprich, auch hier wäre eigentlich die Vorgabe gewesen, mit einem aktiven Kühlmedium zu arbeiten. Nichtsdestotrotz hat man aber sich dann hier für den Airblower entschieden und der Airblower
homogenisierte Luft. Und hier sieht man jetzt dann Temperaturbereiche von um die 45 Grad. Auch hier muss man jetzt dazu sagen, 45 Grad ist jetzt zwar noch im grünen Bereich, aber eigentlich über den geplanten 40 Grad drüber hinaus. Was aber ja das Wichtige ist, wir haben hier den Airblower drin. Nebendran war der Schaltschrank, wie gerade eben gezeigt, mit Airblower und einem aktiven Kühlmedium mit dem Klimagerät. Und das Ziel ist ja, dass beide Schränke nachher von diesem einen Klimagerät profitieren und die Luft wirklich auf beide Schaltschränke verteilt werden kann. Also so wurde die Anlage ausgelegt und dann auch geplant und gebaut. Bevor ich jetzt auf die Messergebnisse gehe, habe ich ja vorher schon mal über das Thema Strömungstotgebiete gesprochen. Also hier sieht man jetzt im Endeffekt mal schön diese Reihenkombination. Gemessen wurde in beiden Schränken, also hier, das ist der Antriebeschrank und links daneben ist ein Steuerschrank. Auf der rechten Seite war auch nochmal ein Steuerschrank, den haben wir jetzt in dem Fall nicht berechnet. Auch der wurde quasi ohne Klimatechnik und nur mit dem Airblower ausgestattet. Aber wir fokussieren uns heute mal auf diese zwei Schaltschränke. Klimagerät bläst unten ein und saugt oben ab. Wichtig ist, wir reden jetzt hier nicht vom Temperaturbereich, sondern wirklich von dem Luftvolumenstrom, das hier in den Schrank eingebracht wird. Also hier ist der Strömungs- und Absaugbereich ist relativ, er hat eine sehr hohe Luftgeschwindigkeit. Im Bereich nebendran wird es dann schon deutlich schwächer. Und der grüne Bereich, das sieht man jetzt auch gleich in der Messung, ist relativ gut durchströmt. Auch durch das Klimagerät, die Luft wird gut eingeblasen und abgesaugt, also das klimatische Verhalten ist hier relativ positiv. Der Schrank daneben, man sieht hier, trotz Übergänge kommt hier drüben nur relativ wenig Luft an. Also hier spricht man dann schon von Strömungstotgebieten und welche Auswirkungen das in der Praxis hat, sieht man gleich wirklich im Detail. Also wie gesagt, wir können auch solche theoretische Simulationsbetrachtungen machen und um zu gucken, okay, was würde denn in der Theorie passieren und letztendlich auch das kann man dann nachher auf die Praxis relativ gut 1:1 abdecken und mit überprüfen. Dann kommen wir zu den Messergebnissen. Wir reden jetzt hier im ersten Moment von dem Hauptströmungsbereich mit dem Kühlgerät, also wo die ganzen Umrichter platziert waren. Sieht man jetzt hier, Klimagerät taktet. Wir haben jetzt bewusst nur den Temperaturfühler von oben und von unten von dem Schaltschrank genommen, um das freie Luftvolumen im Schaltschrank zu bewerten. Wir haben jetzt die ganzen anderen Temperatursensoren, weil wir bis zu 10 Messsensoren in einem Schaltschrank haben, rausgenommen, weil das wird dann vielleicht irgendwann ein bisschen zu wild. Also wir reden hier immer von der höchsten und der niedrigsten Schaltschranktemperatur, die ist oben und unten gewesen. Klimagerät taktet hier, es wird Wärme im Schaltschrank. Ab einer Temperatur X sieht man hier dann schön, wie das Klimagerät dann auch kalte Luft zubringt und es pendelt sich dann irgendwann schön ein. Also man hat jetzt in dem Schaltschrank mit dem Klimagerät ein relativ gutes Temperaturverhalten. Jetzt haben wir am nächsten Tag haben wir dann den Airblower eingeschaltet. Man muss fairerweise sagen, es waren beiden Tagen die gleiche Temperatur im Außenbereich und die Taktzeit war auch die gleiche. Also somit kann man das wirklich auch sehr schön von beiden Tagen zueinander vergleichen. Jetzt kommt der Airblower dazu, also Klimagerät und Airblower takten jetzt in dem Schaltschrank gleichzeitig. Und man sieht jetzt hier schön, dass diese Luftschichten im unteren Bereich sogar auch nochmal etwas aufgerissen worden ist. Die untere Temperatur wird natürlich wärmer, weil durch das Umwälzen der Luft in dem Schaltschrank, der Airblower bläst ja hinten runter und vorne geht die Luft wieder hoch, drücke ich die untere Luft nach oben, die vorher noch etwas kühler war und somit wird die ein bisschen wärmer. Aber wir sind trotzdem ja nicht über die Temperatur im oberen Bereich drüber. Also hier sieht man natürlich auch, das Klimagerät bringt ja parallel auch noch kalte Luft mit in den Schaltschrank rein und somit ist der Effekt, dieses Homogenisieren hier nochmal ein ganzer Ticken besser geworden. Auch wenn der Schaltschrank davor schon in einem sehr guten Klima war. Aber Klimagerät braucht weniger Energie zum Einblasen an kalter Luft, weil der Airblower jetzt schon mal diese Homogenisierung, Umwirbelung und den Rahmen drumherum erzeugt. Jetzt gucken wir uns den Nebenschrank mal an, wo quasi nur in erster Linie mal nur die kalte Luft von dem Klimagerät am ersten Tag rüber geströmt ist. Also wo ich auch vorher gesagt habe, hier gibt es Strömungstotgebiete. Und das war jetzt die freie Kühlung ohne Airblower. Auch hier sieht man jetzt erschreckenderweise wieder die Schrankober- und Untertemperatur, die in dem Moment geherrscht hat. Also unten war man noch in einem relativ humanen Bereich. Aber im oberen Bereich kamen wir hier schon um die 50, 55 Grad hin. Das würde bedeuten, wenn die Umgebungstemperatur auch noch mal ein bisschen wärmer wird,
kommen wir hier gleich über Bereiche 55 bis 60 Grad hin, was in dem Moment das absolute No-Go wäre, wo die Bauteile unter einem sehr hohen Hitzestress schon leiden würden oder auch Komponenten dann schon ausfallen würden. Dann hat man auch hier den Airblower zugeschalten und im Endeffekt sieht man jetzt wirklich absolut toll, wie die Luft in dem Schaltschrank auf der einen Seite homogenisiert wird, parallel aber natürlich ja auch von dem Klimagerät kalte Luft nach drüben strömt. Also sprich, diese Reihenkombination funktioniert in dem Moment hervorragend. Ich homogenisiere, ich verteile meine kalte Luft wirklich von dem einen Klimagerät auch auf die anderen Felder und habe hier in dem Moment diesen Hitzestress entnommen, habe ein angenehmes Klima in dem Schaltschrank und komme hier an Temperaturbereiche von um die 35 Grad hin. Also sprich, würde jetzt hier auch die Umgebungstemperatur nochmal deutlich ansteigen, könnte ich das zum einen mit dem einen Klimagerät weiterhin kompensieren, aber hätte hier auch trotzdem in dem Schaltschrank überall eine Temperatur dann zwischen 35 und 45 Grad in dem Fall. Also wichtig, ja, dieses ganze Thema von der Planung bis zur Auslegung haben wir hier dann auch in der Praxismessung bewiesen, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das damals auch gedacht hatten oder halt auch mit den Planern hier besprochen hatten. Ja, zum Ende vielleicht noch ganz kurz so einen Ausblick zu, woran arbeiten wir gerade, wo geht unsere Reise aktuell auch hin und weiter. Auch wir machen uns ja viele Gedanken, auch in der Kombination mit den Kollegen von der Universität zusammen hier in Stuttgart, dass wir weitere Felduntersuchungen machen wollen, dass wir wirklich auch noch besser die Schaltschränke verstehen wollen, weil jeder Schaltschrank verhält sich anders. Also auch hier haben wir wirklich in den letzten Jahren sehr viel interessante verschiedene Schränke analysiert und gemessen. Also das ist ein Ziel, daran weiterzuarbeiten. Dann auch unsere theoretischen Berechnungstool wie das AirTemp weiterzuentwickeln. Auch da wird es was Neues geben. Auch das Thema Konfigurator, was ich vorher schon mal angesprochen habe. Also auch allein bei diesen Planungstools wollen wir schon weiterhin unterstützen. Auch das Ziel, detaillierte Simulationen zu machen, also wie diese Strömungssimulation, was Sie vorher mal gesehen haben. Auch da können wir die ein oder andere Hilfestellung leisten und für den Kunden aufarbeiten. Wir machen uns Gedanken darüber, über Berechnungstools, wie man Einsparpotenziale schon im Voraus berechnen kann, um quasi im Voraus vielleicht schon besser planen zu können und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Wie können wir unterstützen, bei Projekten eine Anlage wirklich effizienter auszulegen von der Kühltechnik her, damit man halt weniger Energie braucht, um nachher den Schaltschrank, sage ich mal, energetisch zu kühlen. Ja, das war so auf die Schnelle und vielen Dank schon mal von meiner Seite. Ja, vielen Dank auch von meiner und das deiner Präsentation. So, dann starten wir doch mal gleich mit der ersten Frage. Es wurde natürlich jetzt viel darüber geredet, mit Planung, Simulation, aber kann man das System auch in einen schon bestehenden Schaltschrank einbauen? Ist das möglich, aufzurüsten sozusagen? Also letztendlich, wenn der Schaltschrank ein Verdrahtungssystem drin hat, also wie das Airstream drin hat, wäre es schon möglich, auch mit einem Airblower nachzurüsten. Das geht. Bei einem Aufbau, mit einem konventionellen Aufbau, ist es eher schwieriger, weil ich ja dann diese Ebene hinter der Montageplatte nicht habe, wie bei dem Verdrahtungssystem, wo ich die Luft hinten dann wirklich gezielt runterblasen kann. Ja. Aber dass natürlich auch Schaltschränke irgendwann erneuert werden, dass teilweise wirklich das komplette Innenleben ausgetauscht wird, bei solchen Sachen wäre es dann auch möglich. Okay, gut. Der Airblower ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Dazu kam nämlich jetzt auch eine Frage rein. Und zwar die Frage, das wird ja wahrscheinlich auch mit Strom sozusagen betrieben. Wie ist denn da die Energieeffizienz, beziehungsweise wie wird da die Hitzeentwicklung verändert? Das sind eigentlich zwei Fragen, die fasse ich jetzt mal kurz ein wenig zusammen, weil ich finde, dass sie sehr gut zusammenpassen. genau. Also das ist letztendlich klar, der Airblower, der braucht natürlich auch Energie, aber die ist relativ gering. Also wir reden hier von einem Leistungsbereich von von die 20 Watt, was diese Airblower an Leistung ziehen. Und im Verhältnis zu einem aktiven Kühlmedium, das deutlich höhere Leistungsaufnahme hat, ist der Leistungsbereich ja relativ gering. Aber klar, in dem Moment, wenn ich Luft bewegen will, muss ich natürlich irgendwo einen Kompromiss dann eingehen, weil das es ganz ohne Belüftung ja geht, ob mit oder ohne aktiven Kühlmedium, sieht man ja in vielen Fällen funktioniert es ja nicht, weil es einfach zu warm wird dann unterm Dach, ja.
Aber klar, die Leistungsaufnahme ist natürlich schon ein Punkt, wo man berücksichtigen muss, aber die ist relativ gering. Na, sehr gut, dann ist die Sorge hoffentlich beruhigt. Dann machen wir doch gleich mal weiter mit dem Simulationstool. Es wurde ja vorgezeigt, einmal hast du die Folien schön gehabt. Welches Tool wurde denn da verwendet, beziehungsweise wo kamen denn da die Daten her, die ursprünglichen? Das war das AirTemp, da kann man auch schon ein bisschen spoilern. Wie gesagt, wir haben jetzt hier schon die neuesten Bilder verwendet, weil das AirTemp wurde grundlegend komplett neu aufgesetzt, also hat ein paar neue Features drin, hat ein paar neue Berechnungspunkte drin. Also von daher, es wird ein bisschen ja, neues Erscheinungsbild geben und ich denke, das wird in den nächsten 2, 3 Monaten dann auch online gehen, ja. Sehr schön. Dann kann man sich darauf ja auch schon freuen. Veränderung ist auch ein ganz gutes Stichwort wieder, denn die nächste Frage ist, inwiefern ändert sich denn das Temperaturverhalten in einem Schaltschrank mit Luftauslässen? Es kommt immer drauf an. Letztendlich geht es ja darum, die warme Luft relativ schnell aus dem Schaltschrank reinzukriegen. Also auch diese Lüfter bringen von außen, sage ich mal, Luft in den Schaltschrank rein und ziehen die ja wieder raus. Es kommt natürlich immer darauf an, was hat für eine Temperatur, wie schon mal außen, die in den Schrank reingeht, weil der Schrank wird ja an sich eh warm. Und ich muss halt immer berücksichtigen, in dem Moment, wenn ich halt über ein Lüftersystem gehe, das am Gehäuse ist, habe ich die Thematik, ich habe halt Filtermatten, die irgendwann eventuell verstopft sein können. Ich weiß, die meisten tauschen die auch immer regelmäßig aus, ne? Aber das kriegen wir dann doch immer wieder auch vor Ort mit. In der Realität sieht es dann leider manchmal anders aus. Ich habe halt in dem Moment halt oder könnte die Gefahr haben, dass ich halt mir wirklich zum einen Schmutz in den Schaltschrank reinziehe, wenn die Filtermatten dann irgendwann komplett entfallen oder wenn die verstopfen, dann arbeiten die halt auch nicht mehr so gut. Aber letztendlich ist es natürlich auch eine Möglichkeit, sage ich mal, anstatt einem aktiven Kühlmedium mit Lüftern am Gehäuse zu arbeiten. Okay. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, über den Aufstellungsort. Hier möchte jemand wissen, gibt es eine Zertifizierung des Airblowers für über 2000 Meter Aufstellhöhe? Eine Zertifizierung ist jetzt wahrscheinlich schwierig. Also letztendlich mit unserem neuen AirTemp habe ich die Möglichkeit auch auf die geometrische Höhe mit einzubringen, was ja genau dann in das Thema reingeht. Ich denke, es ist ja dann, sage ich mal, das hat ja dann von der Luftdicke in dem Moment von den Partikeln mit zu tun, weil die Luft halt einfach da oben dünner ist als hier unten. Von der Berechnung her macht es relativ wenig Unterschied, wenn ich es jetzt rein von der mathematischen Berechnung sehe. Dann ist das hoffentlich auch beantwortet. Die nächste Frage, ist der Erblauer Drehzahl geregelt? Der aktuelle Airblower ist nicht Drehzahl geregelt, also die aktuelle Lüfterbank. Wir sind aber natürlich auch hier dran, weiter zu entwickeln, uns weiter Gedanken zu machen. Also für die Zukunft wäre es sogar denkbar, die dann, oder ist es denkbar, die dann auch Drehzahl geregelt zu bringen. Wobei, wie gesagt, die Leistungsaufnahme ist so gering, dass wahrscheinlich wenn der Airblower im Dauerlauf laufen würde, wäre es wahrscheinlich effizienter für den kompletten Schaltschrank, als wenn man den jetzt Drehzahl regelt, weil letztendlich, das ist ja das Wichtige, dass die Luft ja kontinuierlich bewegt wird. Und durch das Homogenisieren nimmt man ja dann auch diesen Stressfaktor weg, dass die Temperatur hoch und runter bei den Komponenten geht, weil die mögen es ja wie wir selber ja auch am liebsten immer in der gleichen Kerntemperatur, ja. Aber wie gesagt, das sind Themen, die bei uns gerade in der aktuellen Entwicklung mit eingeflossen sind, ja. Sehr schön. So, für die letzte Frage kommen wir jetzt nochmal zurück auf die 2000 Meter tatsächlich. Und zwar wird hier voll gefragt, welches Rating hat denn der Airblower auf über 2000 Meter? Gibt es da eine Kurve? Aktuell nicht, aber wie gesagt, das wäre ein Thema, wo ich gern mitnehme und mit meinen Kollegen in der Entwicklung dann auch nochmal tiefer betrachte. Ich gehe davon aus, dass wir dann vielleicht sogar die Kontaktdaten kriegen, dann können wir dann auch das direkt dann ansprechen oder man kommt direkt auf uns zu, dann können wir natürlich das Thema ja dann auch nochmal direkt angehen, ja. Ja, also gibt es viel, worauf man sich noch freuen kann. Ja, wir haben ja, glaube ich, deine E-Mail tatsächlich auch hinterlegt unter der Beschreibung der Session. Also wenn da Interesse besteht, kann ja auch immer Kontakt gleich aufgenommen werden. Jederzeit sehr gerne, ja.
Dann kommen wir auch schon zum Abschluss unserer Session. Dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei dir, Michael, dass du heute da warst und für deine Präsentation und die Fragenbeantwortung. Und bei unseren Zuschauern bedanke ich mich einmal fürs Dasein und auch fürs fleißige Mitmachen und die schönen Fragen. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und viel Spaß im weiteren Verlauf der Expo. Vielen Dank, auf Wiederhören, ciao.